Hallo und herzlich willkommen zur Vorstellung der Tuxedobook 500er Serie. Alle Geräte dieser Baureihe verfügen über ein 17,3 Zoll großes Display. Wie alle Tuxedobooks ist es auch hier natürlich entspiegelt. Wie man hier sieht, unterbleiben somit störende Reflexionen. Über dem Bildschirm findet sich eine 2 Megapixel Webcam sowie ein Mikrofon. Unter dem Bildschirm sehen wir zwei Stereo-Lautsprecher, eine Tastatur in voller Größe sowie einen separaten Nummernblock. Darunter dann nochmal das Touchpad mit den zwei Maustasten und verschiedenen Status-LEDs für den Akkuladestand, für Netzbetrieb, für WLAN, Bluetooth und so weiter. Unter der Haube kann ein Intel Pentium B960, ein Intel Core i3, i5 oder sogar ein Intel Core i7 stecken. Arbeitsspeicherseitig sind bis zu 8 GB möglich. Die Festplatte kann bis zu 1 TB HDD oder 240 GB SSD groß sein. Mit an Bord ist natürlich WLAN, Bluetooth, USB 3.0, Gigabit-Netzwerk und eine Grafikkarte von Nvidia. Eine GT 520. Alternativ können Sie auch eine Intel HD 3000 Grafikkarte auswählen. Jetzt zeigen wir Ihnen das Gerät von außen. Hier sieht man den Deckel und hier die rechte Seite. Auf der rechten Seite sehen wir zwei USB 2.0 Anschlüsse, einen VGA D-SAP Anschluss und den Gigabit Netzwerk Anschluss. Hier befindet sich das Laufwerk. Standardmäßig ist immer ein DVD-Brenner verbaut. Sie können sich aber auch für einen Blu-ray-Brenner oder ein Blu-ray-Laufwerk entscheiden. Auf der gegenüberliegenden Seite sind die beiden USB 3.0 Anschlüsse zu finden. Der Anschluss für das Netzteil, hier der Lüfterausgang, ein Kensington Lock Port, HDMI und hier Anschlüsse für Kopfhörer und Mikrofon. Oder natürlich auch für Lautsprecher, wenn Sie diese separat anschließen möchten. Hier sehen wir noch ein Multikartenlesegerät. Hier findet sich die Unterseite des Gerätes. Oben der Akku mit den beiden Arretierungen. Hier unten die große Wartungsklappe. Darunter findet sich Arbeitsspeicher, die Festplatte und natürlich der Prozessor. Wie immer gibt es alle Geräte exklusiv im Linux Online Shop unter www.linuxonlineshop.de.